خوش کام مرا جبینه. از خوازم بریا دست بکیم دو پایوا اوسا دعا بکیم خال برلنگی خودم بکیم آخو خوالی بفوای ایش انفنگ گوتز ورد لیزه ایش مشته میش فودم هن بایگن اون بیتن ایا مگه بیرگن خدا نو خلاصکار ما عیسی مسیح ماین هر اند هایلند یسوس کریستوس زندی دو زون دس لبندیگن گوتز راستی خلاصی تنه بتایا یا دی Rettung ist nur in dir. Du bist vom Himmel in diese finstere Welt gekommen. Für solche Sünder wie ich, wie bist du gestorben. Ich beuge mich in Staub und Asche vor dir. Ohne dich kann ich gar nicht tun, Herr. Ja, wie unsere Bruder eben gesagt hat, außer dir können wir gar nicht tun. Du weißt, was wir alle brauchen. Du kennst alle unsere Herzen. Schenke uns bitte, was wir brauchen, und schenke uns dein Wort bitte. Nicht Menschenwort, sondern dein Wort soll reden. Ich bitte für alle Seelen, die hierher gekommen sind, öffne du ihre Herzen und schenke Gnade, dass sie dein Wort aufnehmen. Im Namen Jesu Christi, unserem Herrn. Amen. Hun hamub khair hatun khush ku brayen heja u dalal. Alle seid ihr herzlich willkommen, meine liebe Schwester und Brüder. Khodan har yek joa piruz bekan. Der Herr möge euch alle segnen. Brasti da khoza khodan awa hamum ruvan piruz bekan. Ja, in Wirklichkeit der Herr will jeden Menschen segnen. انجیل داد بیچه خدا نخوازه مروفک تنه ونداب به. In Gottes Wort steht, denn Gott will nicht, dass die Menschen verloren gehen. او دخوازه هر کس به ریا راستیه او خلاص. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, gerettet werden. بفکرن سر به دنیای چقدر مروف هنر. Überlegen Sie sich mal, wie viele Menschen leben in dieser Welt. نگورا کد ی استاتیستیکن دنیای دبیژن 7 میلیون و نیف مروف هن، بلکه اینها بونه 8 میلیون. 8 میلیارد. کنید از دیگه میخن؟ یا؟ نه. اما چی لازمی؟ یا؟ یه مدتی. ایس. آلتا. ام مورگن آخه نخ پری دیگه. کنید از دیگه میخن؟ یا؟ این میکروفون. Also besonders für ihn. Er hat morgen noch Dienste. Nicht, dass er für morgen keine Stimme mehr hat. Am Tagirin, Tagirin. Am Khuda nimmt beja, will Kutschaya naqirin. Am Nunal Kutschaya. Am Nau Fischko Brana. Am Fischko Brana Schadben. Am Bakirin. Ich denke, dass Kusura jeden Nau Nehra. Na, was? Ja, In der Welt sind ungefähr 8 Milliarden oder 8,5 Milliarden Menschen, sagt man, weiß ich nicht genau. Gott will nicht, dass ein einziger von diesen Menschen verloren geht. Überleg mal, überlegen Sie sich mal, Gott kümmert sich um jeden einzelnen von diesen Milliarden.
نوادكو تبيجي خدانا 7 مليار دينار لوادكو خدان 2 دينار وصلش بوتا الفكرة حسام بك او شبوتا تني ايه sieht dich genauso und kümmert sich ganz persönlich um dich. Befikre, her hun her her jak karush bukha befikren. Tu tnel dunyaye bu ya khuda Isa Masih bu ta jmuta. Wer du auch bist, wenn du ganz allein in dieser Welt wärest, wäre Jesus Christus extra für dich gekommen. Khuda ne auqas qanj, auqas dluvan. Was für eine barmherzige Herr. Was für ein Gott haben wir. Hezdaru, Piruzu, ein allmächtige, heilige Herr. Ihm sei Lob und Dank dafür. Alle Worte unserem Gottes sind Licht und Wahrheit. Und jedes Wort ist wie ein Schlüssel, öffnet die Probleme. هر مروه کوباوری خب خدان مبینه خدان عرض و عظیم یدا منچ در ان دیزم هن گلو وی وک آلمان بجن زاک کاسد بجن چن بجن زاک کاسش بو ایتن یعنی ریا کو ونه بتن وی دی دوچه زاگن زاک کاس ادو فی زولچن دی این کریستو زین گیت کاین زاک کاس می نو وی پیروز با او کاس قنجا خدانه ما ایم زای لو کوندان زو گوت ایست اون زه همو پای وین وی روناهینا آل زاین ورت زین لیشت اون روناهین ولن اونزره لیبن Licht machen. Dilema schadeken. Wollen unsere Herzen glücklich machen. Dilema pakırdeken. Wollen unsere Gehirn reinigen. Gavin ma amadeken şbu kan bakarım bemaşın. Und bereiten unsere Schritte vor, damit wir ihn nachfolgen können. Padişah Davud, Padişah İsrail bu dünyada Padişah Minavi belki Khudirce Haskiri ne bu? Der war ein Mann nach dem Herzen Gottes, war König İsrail. Çıt beja. Was sagt er? Beja ya Khudan payvin tajburiye min çirana. Dein Worte sind für meinen Weg Licht und für meine Schritte leuchte, wie heißt das? Leuchte meine Füße. Nave ve piruz ve. Seine Name sei gepriesen. Noch einmal, er liebt jeden Einzelnen von uns. Nicht irgendwo, sondern immer. Amen. Wie viel liebt er dich? Nochmal. Mit seinem Wort bestätigt oder ja bestätigt er seine Wort seine Liebe. Er sagt, es gibt nicht größere Liebe als dies, dass jemand sein Leben für seine Freunde gibt. Nur er hat sein Leben für uns Menschen gegeben. اوت پای واوی داد بیجا خوازی بوی مروو که شهر ازایی دیتیا گلیک سیلیک استه ینیگه ده شهر ازایی حکمت گلیک سیلیک استه ینیگه ده وایس هایت گفونن هات او خوازی بوی که گیشتیا فهمداریه اوند گلیک سیلیک ده فشتند بکومن هات بکی امش کی داره وی Wo können wir diese tiefe Weisheit und Verstand holen? Wo können wir das erreichen? Und Bibel sagt, er, der Herr Jesus, ist die Quelle aller Weisheit. براستی او نتنه شهر او نتنه سرکانی یا شهر ازایی فهمداریه ای است نیشت نوادی کویله او سرکانی یا هر تشتیه ای است کویله اله دینگ گل ای جاران از وی پایوه دو بیجم ایش داگه افتا دیزس ورد از دو بیجم اگر خدانش بو دقیقه که دست خوش دنیا بکشینه وین ده هر یسوس این اینسیگه منوته زین هند نیشت ایبه دی ویلت هلتن ورده حموتش مینا کفر و جه خدا بسکنه alles wird wie ein Stein wie Stein
wird noch nicht mal Gras rauskommen. Und Wind wird nicht mehr sein. Und Menschen werden sich nicht bewegen, nicht einen Schritt tun und nicht atmen. Kein Auto wird weiterfahren. Selbst Wasser würde nicht fließen. Keine Vögel werden fliegen können. Auch im Meer werden die Fische sich nicht bewegen. Keine Flugzeug wird fliegen können. Wie ich gesagt habe, alles wird wie Stein. Und seht ihr aber, was für eine Harmonie in der Schöpfung ist. Gott gibt alles. Und alles kommt von ihm. Und er ist alles. Alles ist unter seiner Macht, unter seinem Wort. Ich sage euch die Wahrheit. Wenn die Gnade Gottes wäre und wenn das Blut Jesu Christi nicht wäre, wir hätten niemals Freude gehabt. Ob Gläubige, ohne seine Gnade, ohne Jesus Christus hätten wir nie Freude gehabt. Aber seine Gnade ist über allem, über Gerechten und über Ungerechten. Und er wartet auf uns. Wir haben eben im Lied gesungen. Komm. Jesus sagt auch, komm zu mir. Was haben wir eben gesagt? Glückselig ist der Mensch, der Weisheit erlangen hat. Was bringt uns die Weisheit? Wenn du jemanden sagen würdest, komm, da gibt einen Schatz. Und ein Schatz, dein Leben lang wirst du das nicht verbrauchen können. Ah, wenn er sagen würde, was geht mich das an? Kannst du sagen, dass er ein kluger, weiser Mann ist? Nein. Nein. Ein weiser Mensch, wenn er was Gutes hört, öffnen sich seine Ohren. Unser Herr will, dass wir unsere Ohren für sein Wort öffnen. Unsere Herzen auch öffnen. Wenn wir nicht öffnen, wird Jesus auch uns sagen, ihr habt Ohren, aber hört ihr nicht. Ihr habt Augen, aber seht ihr nicht. Gott möge euch bewahren, dass kein einziger von euch in so einer Situation ist. Möge der Herr Gnade schenken, dass wir seine Worte hören. Jesus schaute seine Apostel an und sagte er, نری حموان کرامت وان کارن هزدار اکو او دکه گهداری دکن دبینن و alles was tat was sahen was hörten لوان نری و جوارا گو چه خوزیب چاوین و دان زاگت گلیکزیلیک سین اویر اوگن و هر وها گو چه خوزیب وان چاوین کو وان تشتین هون دبینن warum? Weil diese Dinge, was geschehen, sehen eure Augen.
und eure Ohren, eure Ohren, die hören. Und glückselig sind die Menschen, das, was ihr hört, auch hört. Das gilt auch für uns nach 2000 Jahren, was die Jünger gesehen, gehört haben. Wenn wir heute auch so sehen und so hören würden, dann gilt dieses Glück, selig seid ihr, auch dir, mir, uns alle. مروف پایین خداان دبیسن مزگینیاوی دبیسن قبول دکن باور دکن دستینن و وای برای مگوتی جیان آواته گوهرتن و دکیون پادشاهی عزمانان اکو تجاران خلاص ناب Seit 2000 Jahren hören die Menschen sein Wort, die nehmen auf und der Herr ändert ihr Leben und sie kommen im Reich Gottes. و ایرو دوران مایه Und jetzt sind wir drin. Jetzt hören wir auch. Und wir freuen uns auch mit seinem Wort. Und wir sollen diese Möglichkeit auch nicht versäumen. Jetzt lesen wir aus Gottes Wort ein Abschnitt. Wie wir gesungen haben, sagt Jesus Christus in dieser Abschnitt, die wir jetzt lesen, auch komm zu mir. Bruder Mata, der hier bist du Aram, komm, kannst du mal lesen bitte. Matthäus 22, 1 bis, bist du jetzt? Bis 14. Hier, dass wir gut hören. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf sein Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straße und brachten alle zusammen, so viele sie fanden. Böse und gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte, und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Danke. Ja. یا کردیجی هم بخوینن بخوینه از بگیم قصیر ننرن کردید ما از دخوینم از او قصدازه نخوینم جبرگو اف پینجی سال از به ترکی دخوینم و از بخواجی
از بخواشی و گاوا دیم بگوید از هینی میکروفون نبوم از هینی کپال بوم هون زنون کپال شوانتیه چیه هون زنون مروه شوان و مروه که نچوی تو دبستان و تو فلانجی نخواندین وسا چند حرف هین بونه وسا دسه حرف ها دخوینه دسه که نه دسه دخوینه اوه دیت یز خونزی ساکت اتو ایش بر انال فالس آرفا بیتا منچ آیگتش ایش با نو نی این در شوله ایش با این هیرته و من ایش بیسین شتوتره ازو فسای میه Aber der Aber ist, Pirusa. Der kann gut lesen, der macht Aber Khodan, Khodan. Halleluja. Nal Khwan dene denera, nal Jehot niom ruvan denera, nal Shahra Zayu awama denera, aw luya ke denera, kubrasti amlu aw lahbben, khabis feren dastevi, jwi haz beken, lbarbi khwanizm beken. Gott schaut nicht auf das, was wir haben, sondern dass wir uns ihn geben, auf seine Gnade schauen, dass wir uns vor ihm beugen und auf seine Liebe und auf seine Sohn schauen. Gott freut sich nicht über den Kraft des Pferde. Gott freut sich über denen, die ihre Hoffnung auf seine Gnade, auf seine Vergebung, auf seine Barmherzigkeit gesetzt haben. Ja, wer seine Hoffnung auf ihn gesetzt hat, mit denen hat er seine Freude. Alles wird ein Ende haben, aber Gottes Barmherzigkeit und Gnade haben kein Ende. عیسی جارا کردن به مسئله آن جوان را پایوی او گود. پادیشاه های عزمان آن دمینه ویه که. پادیشاه هکی جکر خواه را دعوت آماده کرد. وی خزمتکارین خواه شاندن با وانیم که جبو دعوت حاطنه و خواندن. لیوان نخواست که بیل. پشت را وی هم خزمتکارین دن شاندن او گود. جین و خوان را بیجن من شی و خوا آماده کریه جونگا و دوار من این درمالا حتنه سرجه کرن و حمو تشت آماده یه کرم بکن ورن دعوته لیوان قط بالا خوا نداوی افتش شهر زاویه وان قط بالا خوا نداوی لخستن و چون یک چو زویا خوا یدن چو بازرگانی خوا ین ماین جی خزمتکارین می گرتن رسوا کرن و او کشتن پادشاه هرس بود وی لشکرین خوشاندن او مرکوشن ها کشتن و باجارین وام شوتاندن هنگی ویش خزمتکارین خوارا گود دعوت آماده هست لین و خواندی نه هجابون ده هرن سر کوچهان و هون کی ببینن گازی دعوت بکن هنگه خزمتکار درکتن کوچهان قنج و خراب هر کسی کدیتن جواندن و ایوانا دیلانه به وخواندیان تجاب لگاوا که پادشاه چو هندر دا که وخواندیان ببینه مرووک دید که جلین دعوت خوانه کرده بود هنگوی جره ویژه پرسی و گود اوال بی که جلین دعوت سر تبن آن بی که تو جلین دعوت ورگیری چاوه تکتی بر زمانوی نگریم لسر ویه که پادشاه جو خزمتکارین خواره گود دست و لنگین وی گریدن و وی باویشن در و ناف تاریه لور وی ببا گرین و قرچینا دران چمکی ین که حاطن گازی کرن پرن لین که حاطن هل بجارتن
Hendeken. Hendeken, Ali. Chama Hendeken? Also, warum sind zu wenig diejenigen, die auserwählt sind? Sadamikai. Es gibt einen Grund. Malvedere Paiwaj Fund. Wir haben hier ein Wort gelesen. Beja Damawan behisten. Als sie gehört haben, die Einladung. Chama Khoje Naonin. Genaneri. Die haben sich gar nicht drum gekümmert. Kese Bejan. Ah, was geht mich an? Gelo Chima. Warum? Gelo Vipadi Shahi. Jvan Mruvara Chidugut. Au Jbu Chiva Khoan Dibu. Was hat dieser König diesen Menschen gesagt? Was wollte er ihnen sagen? Ma au Vachwan Dibu und Kuwan Begira Bacha Hapsi. Er hat sie eingeladen gehabt, um sie in Gefängnis zu werfen. An au Vachwan Dibu und Kuwan Biba Bejan Haran. Oder hat er sie eingeladen gehabt, damit sie auf Bau gehen und arbeiten? Oder für, damit Schläge, sie Schläge bekommen sollten, hat er sie eingeladen gehabt? Nein. Nein. Er hat sie eingeladen gehabt zur Hochzeit. Wenn wir menschlich denken würden, was gibt noch Schöneres als Hochzeit zu feiern? Halleluja. Bei uns, wenn jemandem gut geht und er was Gutes erlebt hat, sagen wir, Iro dawatate, also Iro ist dein Hochzeit. Und der König hat sie eingeladen gehabt zu Hochzeit. Und beste Tiere hat geschlachtet gehabt, beste Fleisch hat er vorbereitet gehabt. Es gibt auch arme Leute, die feiern auch Hochzeiten, die holen auch Fleisch. Aber in diesem Fall, ein König hat Hochzeit mal vorbereitet für seinen Sohn. Aber trotzdem hat man verachtet seine Einladung. Hochzeit ist vorbereitet. Alles ist vorbereitet. Und man hat sehr viel Ausgaben. Also so viel Ausgaben, wenn du 100 Mal so eine Welt dafür geben würdest, reicht nicht aus. Der Gott des Himmels und Erde hat seinen Sohn gesandt. Und damit er der König würde in aller Ewigkeit. Damit er sie, uns Menschen, von Dunkelheit. Ja, Finsternis errette. Von Sünden macht befreie. Von alle teuflische Gebundenheiten befreie. Von alle Neid, von alle böse Sachen befreie. Sie reinigen, sie wachen, erleuchten und ihre Herzen mit Freude erfüllen, damit sie in sein himmlisches Reich kommen können. Aber leider lesen wir, sie haben sie verachtet und was soll man damit machen, was vorbereitet ist? Was meint ihr? Wird der Herr sagen, so, die sind nicht gekommen, dann mache ich gar nicht mehr.
Wir wissen, der Gastgeber, der Hochzeit vorbereitet hat, ist der lebendige Gott. Und die Hochzeit ist die Hochzeit seines Sohnes in himmlische Jerusalem. Halleluja. Aber die Menschen sagen nein. Und Gott hat gesagt, ja, wenn ihr nein sagt, es gibt andere Menschen. Herr, Herr! Und sagte er zu den Knechten, geh hinaus an die Straßen und brach alle ein. Wen ihr seht, ob Blinde, alle Sorten, könnt ihr reinbringen. Damit mein Haus voll wird. Er ist gnädig. Er ist freigebig. Er ist gut. Er ist barmherzig. Er liebt alle Menschen. Und seine Diener sind gegangen. للفيدري ام ديكوري وايت بيجن نوفبر ريزن باراجراف انا متكارم بوخو انا متكارم تشتيك دن بيجن wir können auch was etwas anders sagen او خزماتكارم بيشي تشون ام دبينن تشون و هات تكاسي بوهداريا و نكر دي ارست كنشت als sie hingingen keiner hörte auf sie و جورو ددو ادمو خزماتكار شوندن aber das zweite mal Ruf hat, dann kommen die Menschen. Gelomo Amerika und befinden wir auch Khazmatkar peshi chun, balki awai usa guten, yani wan ruf on bawar nakel ku dawat ji hai. Vielleicht können wir so denken, als die Ärzte gingen und sagten, Hochzeit ist bereit, komm. Vielleicht die Zuhörer haben gar nicht geglaubt, dass Hochzeit mal gibt. Je jarad do adama chun, per awai ki jiddi بخالکیره پر قنج پاییوین و او سادان باور کنن که براستی افزلام این کتی مگازی دعوت دکن مفد خوینن براستی راستیه دو بیشن امج روی وان تشتکی دو بینن ام فهم و بای سویت همال از دی کنشت گینگن دی سوهره هابن گمرد دی کنتن فن ایرن گزیشت از اوگا زین داس این انست ساغه ایست و زی زین گکومن ام دکارم بیشن مثل از رابم بیشن چنه را بیشن ورن فلان در دعوت های از خواه باور نکم لوده دعوت های و از بچم تو کش میشی باور نکم Wenn ich jemanden einlade zum Hochzeit und selber nicht glaube, dass Hochzeitfeier vorbereitet ist, wie sollen meine Zuhörer glauben? اما دما خال ببینن یا دما از بیشم از بخواه دعوت ریم بخواه را خویاده که Aber wenn man Menschen von meinem Gesicht sieht, wie ernst die Sache ist, dann werden sie auch ernst nehmen und glauben, dass die Mal vorbereitet ist. Und dann kommen sie auch. Hier in diesem Fall sehe ich zwei Schuldigen. او مروفن که چون مروفان وخوینه بلکی ام مثلا سر خواه بیجن ام بیجن خزمتکار خدا نمع عیسی مسیح Wir können uns als Beispiel geben, wenn wir gehen und einladen, گلو ام چاوه مزگین یه دیدن دما ام دیدن مروف دریه مده دبینن که جیانه که وسا یا که ام سر دبایون تندره ما بخواده هیا Ich frage, wie verkündigen wir Evangelium? Wie laden wir Menschen ein? Sehen die Menschen, dass Jesus in uns ist? Also, wie ich eben sagte, ganz vorsichtig, vielleicht auch wir sind daran schuldig, wenn wir hingehen und einladen und Jesus nicht in uns ist. Wir haben das Leben in Jesus nicht, nehmen sie uns nicht ernst und wir sind dann auch schuld dran. Yes. Ich will jetzt hier nicht behaupten, die Diener, die damals gingen, waren Schuldige. Aber ich fürchte, dass wir
auch daran schuldig sind. Es gibt zwei, drei Dinge, die wir wirklich ernst zuhören und versuchen zu verstehen gibt. Der König sendet seine Knechte. Und laden ein und sagt, komm, es ist alles bereit. Sie haben sie gar nicht ernst genommen. So ungefähr, hau ab, wir wollen mit euch nichts zu tun. Und die haben ihre wichtigste Entscheidung verloren. Die abgelehnt haben. Und wir können für solche sagen, schade, schade, schade. Warum? Denn Gott lässt sich gar nicht verspotten. Was sie verloren haben, noch Größeres als diese, was sie verloren haben, gibt es nicht. Ich sage immer dieses Satz. Wenn jemand Jesus Christus angenommen hat, wenn Jesus in sein Herz gekommen ist und das Leben in ihm gegeben hat, dann gibt nicht mehr, was er verlieren kann. Wenn ein Mensch Jesus Christus nicht angenommen hat, sein Herz nicht gegeben hat, nicht gerettet worden ist, du kannst die ganze Welt ihm geben und alle Menschen auch ihn loben, er ist bankrott. Trotzdem hat er nicht. Amen. Deswegen, liebe Geschwister, denkt tief darüber nach. Gottes Einladung nimm ernst. Amen. Amen. و واخواندن مروف هاتن و رونشتن و جه دعوت تجابو و so wie die zweite Beispiel, die gingen die Diener, die haben eingeladen und die Menschen kamen und Saal wurde voll. و جنگ و حتان و خالتن واخواندن و جه واخواندن تجابو. Halleluja. Und bis jetzt werden Menschen eingeladen und die nehmen ihre Plätze ein. Hakna و صابويا ايلو هنا نرفه داري بونا. Wenn das nicht so wäre, wären sie heute auch nicht hier. Der Name des Herrn sei gepriesen. Sein Rettung geht weiter. Seine Güte geht weiter. Seine Botschaft geht weiter. Seine Hilfe geht weiter. Mit alle seine Arbeit geht weiter. Er hat zu Juden gesagt, bis jetzt wirkt mein Vater. Und ich wirke auch. Und bis jetzt wirkt er und wirken auch seine Diener. Amen. Ja, liebe Geschwister, wenn ihr für so eine wichtige Sache eingeladen seid, und macht nicht so wie diese Leute, die es abgelehnt haben. Und in der Bibel lesen wir von einem Zwillingbruder. Beide kamen am einen Tag in die Welt. Und vielleicht einer war eine Stunde eher da. Und in Israel gab es so ein Gesetz oder Tradition, der Erstgeborene hatte Erstgeburtrecht gehabt. Und diese Tradition oder dieses Gesetz war von Gott auch anerkannt.
Und diese beiden Brüder waren in die Welt gekommen. Esav und Jakob. Esau und Jakob. Esav brahe Nchuri. Und Esau war der Älteste. Hake Nchuri tjejemi bu. Erstgeburtrecht war seine. Le mchaben Esav und zanit cheke. Wisst ihr, was Esau gemacht hat? Dama qasit khizmat chun, yani khizmatkar chun u gazi wan kirin. Also genau wie diese Eingeladenen, die zuerst eingeladen waren, was sie gemacht haben, genau das hat auch Esau gemacht. Der hat sich gar nicht um diese Verheißung gekümmert. Aber Jakob war nicht so. Jakob Tag und Nacht dachte darüber nach, wie kann ich diese Erstgeburt Recht bekommen. Er sah da drin ein Segen Gottes. Amen. Aber Esau dachte an seinen Magen, an seinen Bauch. Und Jakob dachte an diese Verheißung. So wie eine Katze auf Fleisch aufpasst, so hat Jakob auch aufgepasst auf diesem Erstgeburtsrecht vor Esau. Und was haben wir gesagt? Esau dachte an seinen Magen, an seinen Bauch und kam er von Jagd eines Tages. Und hat schwere Hunger gehabt. Und Jakob hat Linsensuppe vorbereitet gehabt. Und der Esau hat gerochen. Und gab mir ein bisschen von diesen roten Linsen. Deswegen heißt er Edom. Edom bedeutet der Rötliche. Jakob gute Jakob, weil ich sehe, dass er Anna, aber wie Chalawi, ja zahib ger. Jakob hat bestimmt sich gefreut, hat er jetzt ist meine Stunde gekommen. Gute, Hake Chwe Nchuritie bedam befrusha. Dann hat Jakob gesagt, gib mir dein Erstgeburtrecht. Dann hat Esau gesagt, ach, was habe ich davon, kannst du haben. Und aß Linsensuppe, hat seinen Magen voll gemacht, ging weg, als ob gar nicht geschehen ist. Gott hat aber gesagt, du hast töricht gehandelt. Gottes Wort ermahnt uns und sagt uns, sei nicht so wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht mit einem Teller Suppe verkauft. Wir können in Hebräerbrief Kapitel 12 lesen. Jetzt kommen wir zu unserem Thema wieder. Gott möge uns helfen, dass wir nicht töricht sind, sondern klug sind und seine Einladung nicht ablehnen. Ja, die Menschen kamen und war Saal auch voll. Und der König kam und hat sie gesehen, war alles voll. Und er hat sich gefreut. Aber war jemand da, ein Mann, der hat keine Hochzeit gewandt, angehört. Seht ihr das? Was ist das? Was für ein Betrug.
Und der König hat gefragt, Freund, wie bist du hier reingekommen, da du keine Hochzeitsgewand an hast? Hinge, gelek padişah habun, Xudaneme her gav, lgur wan tişte ku rojanat jiyana xalke de çedibun, xalke de diten, lgur wan tiştan minak dedan u wan ra de payevi. Und der Herr, als in dieser Welt war, Dinge, die damals auch geschahen, nahm als Beispiel und so predigte, damit jeder verstehen konnte. Hinge padişahan au padişahin mazan ekub navudeng bun, dama davat şkure khwara çedikirin, jbu hamu vakhwandiyan, jil hazır dikirin, jil davati, yani taybeti, khususi jbu yuwe davati, jil uniforma hami, aynı jil yuwer girin, uben bekevin davati. Denn damals gab Könige dort in dieser Gegend, die feierten für ihre Söhne zum Beispiel Hochzeit, für alle Eingeladenen schickten sie nicht nur Einladung, auch Gewände. Alle Gewänder waren gleich. Lazım bu am ruven ku bichuna davate peşi beriya bekevin hündür. Cihe davate peşi bichuna cihe kebu bichuna öde cile khua bistandan khua bikiran cile davate u pishtere beketan hündür. Wenn sie kamen, es gab ein Stelle, die mussten erstmal da rein, diese Hochzeitgewänder anziehen, dann in Hochzeitssaal reingehen. Hinge, herkesi dizani ku au maruf, rumat edidim padişah, u rezejere digire. Und dann konnte jeder verstehen, aha, dieser Mensch ehrt den König und er ist eingeladen und dann gehörte derjenige zu diese Hochzeit. Wakidin, dama azrabim padişah az vakhwandima, az ebçim davatavi, u cilevi her tiştevi amadana, nakhir az varnagirim, از بچم جلی خواب مینوت بچم رف رین مویدر ادناف حمویان ده هرکس جلی و اونیفورم آیا کفشا و یه من جلن دلن جلن آدینه Wenn aber jemand nicht diese Gewand anziehen wollte, dann hat den König verachtet gehabt. پادشاه خواست جیر بیجا قی تأس کی حساب کرم؟ شو تا بیت جلی دوات ورگری؟ Der König wollte ihm sagen, für wem hältst du mich eigentlich? Du verachtest mich und ohne meine Gewand kommst du hier rein? Was bildest du dir ein? Vielleicht bis dahin hat derjenige nicht über diese Sache ernst nachgedacht und hat auch gar nicht so, war nicht so wichtig für ihn. اما دما پادشاه جره گو هوال بهی که تجلی دوات ورگری چوبه تکتیفه اما از در کنیگ ایم زدت فرویند وی بیست تو هیه رنگ کومن اپفول تو کین حق ساید گواند از آن هست بلکی خواست جره بیجا ما قید بکچیل دوه دیده نبو بکچیجی خطا کریم و فلایش بولت ایم زدن گاب او کین وخه دروزه هت اوخ نیش افگپاست دما زلام او پایز بهیست بجه دوی نگری یا زمان نگری یا از ابا دست هرت کنت نیش رید اوی زانی خلطی ها که پر مازن کن حد دا ارس دا بگریفن ایش ها به اون انتلیش فیلا گمه گنش بیره فیلا گمه پی حسی ها اما ایدی و اید بجن پای بگهد بجن اسواد بجن اسواد سوش بیره اسواد سوش بیره hat gemerkt, aber es war vorbei. War zu spät. Was hat der König gesagt? Gott möge uns für sowas bewahren. Gott möge sie alle davon bewahren, was hier der König gesagt hat. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus
in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Was, wo ist das? Da ist Höllefeuer. Gott möge alle Menschen, auch sie und mich, uns alle, davor bewahren. Es ist sehr wichtig, unendlich wichtig. Man kann nicht mehr wieder gut machen. John Bunyan, da steht, also neben die Tür von Paradies oder Himmel ist noch eine Tür. Ganz nah. Und da geht in die Hölle. Gott möge alle Menschen von sowas bewahren. Vielleicht noch ein paar Gedanken über Hochzeitsgewand. Was ist Hochzeitsgewand? Haben wir noch ein bisschen Zeit, sagt er. Weil ich mache manchmal ein bisschen lang, vergib mir. Das Gewand des Hochzeits ist sehr, sehr kostbar. Du kannst Hochzeitskleider für diese Welt in beste Kaufhäuser für dich kaufen, ist kein Problem. Aber Hochzeitsgewand, was der Herr redet, die kannst du in dieser Welt nicht kaufen. Das sind besondere Gewänder. Diese Gewand gibt nur bei jemandem. Und der ist Jesus Christus. Jesus Christus erwischt den Jahre 33 Jahre. Jesus Christus hat in dieser Welt 33 Jahre gelebt. Und das Gesetz Mose von A bis Z hat er erfüllt. Er hat ein Leben geführt, ein Leben gelebt, also wie ein Nadel auch in seinem Leben gab keine Fehler. Du kannst einen Punkt, einen Fehler in Sonne, in Mond oder Sterne Fehler sehen, aber in Jesus gab keinen Fehler. Und er hat uns geliebt mit ewiger Liebe bis ans Ende. Amen. Er hat vergeben. Und jeder, der zu ihm kam, hat er gereinigt und vergeben. Und jede Art von Menschen, die sich kaputt geschlagen hatten, die Feinde waren, alle, die zu ihm kamen, hat er neu gemacht. Der hat sie vergeben, ihre Herzen erfüllt mit Freude. Und alles Zeit hat er das, was der Vater wollte. Und er hat den Vater verherrlicht,
so dass der Vater von Himmel aus sprechen konnte, dieser ist mein geliebter Sohn, an den ich wohlgefallen gefunden habe. Und es gibt zwei Herrlichkeiten des Herrn. Jed rumata uya khodayi au betene babate uya. Erstens, seine Herrlichkeit in aller Heiligtum gehört, das ist seine göttliche. Uya dir au jiana uya kursar veden ya jian au jian jbuma jiamina khftana ki lmakr. Zweite Herrlichkeit, als Mensch in dieser Welt hat er ein Gott wohlgefälliges Leben geführt und diese Herrlichkeit will er dir geben. Amen. Jeder Mensch, jeder, der mit seinen Sünden zu ihm kommt und sich beugt und Buße tut und ihn um Vergebung bittet. Und der Herr Jesus vergibt ihm, gibt ihm ein neues Herz, reinigt ihn und so jemand wird neu geboren, von neu geboren wird neu. Denn der Herr Jesus sagt, ich mache alles neu. خودان جلکی وسا پچکل هفدای بینکری آن سراستکری نخوزه جیانکی وسا نخوزه دیه کلایده میت فلکن و میت فلکن گیبن زین هرلشکای دورشتاین او جیانکی نپونو دخوزه گانس نوی او جلکی خفتانکی نپونو لیدکن ویل دیه گانس نوی او امتکارون بجن او جل دم امروف جنوب دولده خدان ما عیسی مسیح وی خفتان پیروز لوی مروفی دکن wenn wir neu geboren sind dann bekommen wir diese neue Gewand و او ادیش بوی ویزه کو بکو پادشاهی عزمان dann hast du Visum für das Reich Gottes دم ام بچه دم ام ملیاکت ببینن و بجن و پیروز Wenn du gehst, dann Engel werden sagen, komm, du Gesegnete des Herrn. Geh in Reich Gottes rein, die vor Grundlegung der Welt vorbereitet ist. Leider, dieser Freund hat das verachtet, nicht verachtet. Warum hat er das gemacht? Was hat er gedacht? Auf Fikri, Herr Haldawi, gut. Oh, wenn hat den Schmerz, wenn er zu Babikau, wenn er den Nuvacemi, wenn er nicht so einen Tichftan in Nulchwabiki, ah, na, lass ihn mal schwach, ah, das ist Mahana, ah, das ist Buchwabiki. Vielleicht denkst du auch so, ah, die sagen, ja, komm, tut Buße, musst du dich bekehren, aber wir haben unsere Traditionen, unsere Religion, das brauchen wir alles nicht. Ich bin ein guter Mensch, ich habe nicht getötet, nicht geklaut, warum soll ich das tun? Ich bin ein guter Mensch, in eine ehrliche Mensch, ich habe viele gute Werke auch getan, habe ich viel Geld auch armen Leuten gegeben. Was soll ich noch machen? Ich kann mit meinen Kleidern da reingehen. Es ist nicht so. Ich wollte, dass امش خطای ویزالامی درسی قنج deswegen komm wir sollen von dem Fehler dieses Mannes lernen پای بکایت بیشن اگر مروفک درسی خطای مروفن دن بگره ایدی او ناکه و خفکی wenn wir Lehre ziehen von dem Fehler anderer Menschen, dann werden wir gleiche Fehler nicht machen. Aber wenn wir davon nicht lernen wollen, werden wir gleiche Fehler machen. Noch eine Stelle,
واحد برا در يعني پیغام يوحنا aus offenbarung در يه 19 19 ججمارا ششان حتی میاد دهان بخوینم Kapitel 19, ab Vers 6. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser. Und wie der Schall starker Donner, die sprachen Halleluja. Denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königherrschaft angetreten. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Frau hat sich bereit gemacht und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deine Brüder, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weisheit. Amen. Und wie nun auf Jile Dawate Chabun? Habt ihr gesehen, was der Gewand, also Hochzeitskleider ist? اب جلن دعوت هند بینن شوال پیروز عیسی مسیح هاتن او هند بینی او دعوت او دعوت کو العظمانان چه به او دعوت کی وصایا دعوت ان به دنیا ان هری 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 مازل بر و نه چوبن شی نه زبل دی گرسته شنسته هرلیشه هوخسایت فن دیزا ولت گیگ فور دیزم هوخسایت ایست وی ترک لبلکی هون خواب به چوب دبینن اگر هون دل خواش عیسی مسیح را وکن آن و وکره با او کتب دل و او او جل دعوت الوکره بن هون جمی و ولد آن ببن نزیگ در او دعوت به دست بکه هون هر نوی داره و هون دوی دعوت دوی شهای و دعوت ببینن Vielleicht siehst du Gott nicht so, aber wenn du Jesus Christus hast als Herr und Heiland angenommen hast, Wenn du wiedergeboren bist, bald wirst du mit diesen Gewändern in dieser herrlichen Hochzeit dabei sein. Alle wir, die wir unsere Hoffnung auf Jesus gesetzt haben, die wir auserwählt sind, Wir alle, die wir diese Hochzeitskleid von Jesus Christus bekommen haben, Und auch nach deiner Wiedergeburt, du bist in diesem Kampf, Und manchmal bekommst du auch Flecken vielleicht und bring immer wieder zu Jesus Christus, damit er dich, deine Kleider reinigen kann durch sein kostbares Blut. Und dich vorbereiten kann, damit er kommen und dich mitnehmen kann. Er wird euch mitnehmen, uns mitnehmen zu seinem Reich. ویدرشی ما بهیست بیشه خوزی بوانین کشبو دعوتا برش بو دعوتا خدان عیسی مسیح حاطن اگازی کرن وی هابن گلیزن گلیک سیلیک سندی دی اینگلادن سند سم حقصای تسلمز خوزیک داریش بو حمو مروفان آماده ها شبو حمو مروفان او و خواندن شبو آماده اسیس Alles vorbereitet für alle Menschen. Betanel Servia Kimoya, Kiwewe Wachwandene, Kiwewe Gosie,
kabul bekam. Es geht nur darum, wer noch diese Einladung einnimmt und letzte Stein oder letzte geladene wenn kommt, dann kommt der Herr. Wer der jetzt wieder mal kommt, matta der je bist du du da bejan, sberku, je vachwandi galake. Wir haben in Matthäus gelesen, Eingeladene sind viele, aber weniger sind außen. Alle Menschen sind eingeladen. Nur diejenigen, die diese Einladung annehmen, dann sind die auserwählt. Ich frage euch heute. اگر و جیان خدا با عیسی مسیح و او جل دعوت خدا کرده با شخوا خوازی 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 بود. Wenn ihr Jesus Christus angenommen habt, wenn ihr diese Kleider anhabt, dann glückselig seid ihr. از این بوره شاد بود. Ich freue mich mit euch. لاگر و او جل حتان ها خوا نکرده. Aber wenn ihr. Und hier schwa bekem bejen gelo noch nicht diese Hochzeitkleid anhab. Und wenn du noch darüber nachdenkst, sowas ist noch nicht geschehen in meinem Leben. Heute ist der Tag, wo der Herr Jesus dich einlädt. Bei Jesus Christus gibt es viel Hochzeitkleider. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von allen Sünden. Wie wollt ihr heute machen? So wie die Ersten, die kümmerten sich gar nicht um die Einladung, die verachteten sie. Wollt ihr so machen? Oder wie dieser eine, der hat gesagt, ich brauche keine Hochzeitkleid, kann ich auch mit meinen Kleidern hingehen? Oder wie die anderen, die sich gebeugt haben, die Einladung mit Freude angenommen und sind zur Hochzeit gekommen und sind hingegangen, gib uns dieses Hochzeitskleid. Halleluja. Denn wir freuen uns, da reingehen zu dürfen. Hänge werden und dille chosch Isa Masih Ravaken. Deswegen komm. Tu eure Herz auf Jesus Christus. Heute ist dein Tag. Heute will Jesus dich retten. Wenn ihr kommen wollt zu Jesus Christus, er freut sich darüber, wir alle auch, und dann können wir gemeinsam beten. Wenn ihr sagt, heute nicht so, und wenn du irgendwann Entscheidung treffen willst, dann geht hier bitte zu Brüdern, die du kennst, und sag den Brüdern, ich will mein Herz Jesus geben. هر سر شوکان و بیش یا خدا از دو خوازم تم خلاص بکی و او جلین دعوت ایک و پای با خدا تر سر گوتیا لمه بکی او دا تو کنز این دانی کمالاین آلای نمخن اون زاکس تو هر یسوس ایش کومه میت ماین زنده سو دیه تو شتارف دافیه ایش تو بوزه نیمه دیش از ماین هر و تایلا ان اون گیب میه بیتی دیزه هوخ سایت خدا لفه در اجید کارا خلاص بکی و هر درید کارا خلاص بکی ایا کان هیه دیش oder zu Hause, auch überall wo anders. Dich retten. Aber es gibt ein Wort in der Bibel. Und an dem Tag der Errettung habe ich dich gerettet. Und an, wie heißt das? In angenehme Zeit, ja, da habe ich dich gerettet. Und dann gibt Gottes Wort Antwort und sagt,
Heute, jetzt ist der Tag des Heils. Amen. Nicht morgen. Heute. Diese Stunde ist deine Stunde. Wegen morgen brauchst du dich nicht rühmen. Gehört dir gar nicht. Heute ist dein Tag. Ihr seid frei, ihr sollt freie Entscheidung treffen vor dem Herrn. Der Herr segne euch alle. Als ich etwas länger gemacht habe, bitte ich um Vergebung. Wer Gebet möchte, kann gerne kommen. Und wo ihr auch hingeht, Gott möge euch segnen. Amen. Amen. Warum kaule ich bitte? Es dem Bote, Berche, Chode, es dem Bote.